Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Kapitän Pfahlen, diese Leute hier können sich nicht ausweisen. Wie und wann sind Sie auf Ihr Schiff gekommen? Ich kann mich nicht erinnern. Gut, dann möchte ich bitte gerne Ihren Bootsführerschein sehen und den Besitznachweis. Ihr zwei geht mit den anderen rein und befragt sie. Machen wir. Lies. BG 14 für 14.1, bitte kommen. BG 14 hört. Kapitän, Verdacht auf illegale Einreise. Wir haben hier 6 Personen, asiatisch aussehend, ohne Papiere. Der Kapitän verweigert die Aussage. Sollen wir sie gleich wieder zurückschicken? Nein, wir müssen weiter ermitteln. Der Kapitän könnte ein seit langem gesuchter Schleuser sein. Captain? Moment bitte. Backbord ist ein Motorboot. Da sind zwar Taucher an Bord, aber da ist keine Tauchflagge gesetzt. Richtig. BG 14.1 für BG 14, bitte kommen. BG 14.1 hört. Frau Klaassen, Sie fahren mit der Yacht nach Neustadt zurück und beginnen dort mit der Identitätsfeststellung. Wir haben hier noch was zu überprüfen. Gut, in Ordnung, verstanden. Ende. So, dann wollen wir uns diese Taucher mal ansehen. Maschinen starten beide halbe voraus. Ruder 2- Backbord. 2- Backbord. Küstenwache. Die haben uns gerade noch befehlt. Wir haben es gefunden, Herbert. Quatsch hier nicht rum, wir müssen weg. Sag mal, spinnst du? Und was ist mit Petra? Wir können hier nicht warten, verdammt nochmal. Wir müssen abhauen. Warte mal, da ist sie. Komm schnell, Petra, wir müssen weg. Beeilt euch, macht schon! Da schwimmt irgendwas im Wasser. Könnte ein Tauchbeutel sein oder so. Beide Maschinen, stopp. Frau Sandhoff, lassen Sie das Ding an Backbord aus dem Wasser fischen. Das war knapp, aber jetzt kriegen Sie uns nicht mehr. Das war fantastisch da unten. Ich konnte sogar ein Stück reintauchen. Habt ihr die Tüten, die ich euch hochgeschickt habe? Du hattest fast keine Luft mehr. Willst du da unten ersticken oder was? Mesh, wir haben das Wrack gefunden. Wenn das stimmt, was du recherchiert hast, dann sind wir jetzt gemachte Leute. Herbert, stell den Deck kalt. Wo ist denn der andere Beutel? Wieso? Welcher andere Beutel? Das Ding mal aus. Das ist Gold. Alte Münzen. Was wohl wert ist? Kommt drauf an, wie alt. Herr Lorenzen, fragen Sie mal beim Landesamt für Denkmalpflege nach, um was für ein Wrack es sich handeln könnte. Geht klar, Captain. From where are you coming? From India, Kerala. Please, can we have something to eat and drink? Wenig zu essen. Namaste. I'm Kalle. Kalle? Ich schau mal nach, ob die hier was haben. Kerala. Kerala, das kenne ich. Ich war mal Trennschiffer zwischen Trivandrum und Colombo. You know Trivandrum? Ja, ja. Ah, but it's a long time ago. Do you know the captain? No, the first time we see him, we came with a big ship and then have to go on this little boat and...
He have nothing to eat and drink for us and for hours we waiting. Und wie kommt ihr voran? Ja, so einigermaßen. Wir mussten uns erstmal auf eine Sprache einigen. Die Frau spricht ein ganz gutes Englisch, überbrocken Deutsch. Sie konnte für die anderen übersetzen. Den Namen haben wir. Gut. Laut Landesamt ist das ein bisher unbetauchtes Wrack. Und die Taucher? Ja, die Taucher sind uns leider entwischt, aber wir kommen jetzt nach Neustadt, um in der Angelegenheit weitere Untersuchungen vorzunehmen. Gut, ist Kapitän Ehlers bei Ihnen? Ja, Moment. Ja, Herr Gruber? Sagen Sie, wie weit sind Ihre Leute mit den Ermittlungen auf der Stellaris? Die illegal Eingereisten stammen vermutlich aus dem indischen Raum. Glasen und Unterbauer bringen die Yacht nach Neustadt. Schneidewind ist ebenfalls an Bord und kümmert sich um die Leute. Der Kapitän ist uns im Übrigen bekannt. Da haben Sie einen guten Fang gemacht. Gut, wir sehen uns dann in Neustadt. Den Fall mit den illegal Einreisenden hat sie doch gut bearbeitet. Wollen Sie nicht endlich eine Entscheidung treffen? Ja, ja. Habe ich schon längst entschieden. Will ich ja aber selber sagen. Bin bloß noch nicht dazu gekommen. Danke sehr. Herr Gruber, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Darf ich vorstellen, Herr Behrendt vom Landesamt für Bodendenkmalpfleger, Kapitän Ehlers von der Albatros. Moin. Er hat Moin. Den Goldfang gemacht. Ja, dann sehe ich mir das doch mal an. Herr Gruber, was ist denn eigentlich mit dem Schleuserkapitän? Sitzt in U-Haft. Die anderen befinden sich in Abschiebehaft. Und? Das ist unglaublich. Das hier ist eine absolute Rarität. Das sind Goldmünzen aus dem frühen 16. Jahrhundert aus England. Wir haben das Wrack zwar schon 98 registriert, aber da wir es bisher noch nicht betaucht haben, wussten wir keine Einzelheiten über die Ladung. Wertvoll? Wertvoll ist gar kein Ausdruck. Entschuldigen Sie bitte die Störung, das wird Sie sicher interessieren. Goldschatz in der Ostsee. Wrack vor Rerik. Ach, das gibt's doch nicht. Das jagt uns den ganzen Tauchtourismus dahin. Darf ich mal? Was das bedeutet, muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Ehlers, Sie laufen sofort aus und sichern das Wrack. Entschuldigung, könnte ich vielleicht bei dieser Gelegenheit schon mal mit und einen Tauchgang machen? Unser Schiff kann unmöglich so schnell da sein. Von mir aus können Sie gern mitkommen. Na. Ausnahmsweise. Danke. Ich rufe nur schnell mal meinen Kollegen an, der soll mit dem Tauchequipment kommen. Moin. Wisst ihr, wofür diese Sonderstreife gut sein soll? Ja. Goldschatz in der Ostsee. Moin. Morgen. Morgen. Das sind Andreas Behrendt und Nick Schadewald. Morgen. Zwei Archäologen, die wir mitnehmen. Morgen. Julia Sandhoff. Ich bin die Bootsfrau. Freut mich. Tja, tolle Sache, die Sie da aus dem Wasser gefischt haben. Ja. Woher? Der Kapitän hat es mir auf dem Weg hierher erzählt. Sag mal, kannst du mal mit anpacken? Ja, sicher. Das ist Nick, ein guter Freund von mir und der beste Taucher, den ich kenne. Hi. Dafür ist Andreas der Top-Archäologe. Komm. Entschuldigung. Frau Sandhoff, Sie räumen Ihre Kammer und ziehen so lange zu Frau Klaasen. Und zeigen Sie den beiden dabei gleich das Schiff. Ja, gerne. Wo finde ich denn Frau Klaasen? Auf der Brücke vermutlich. Fertig machen zum Auslaufen! So, das hier sind die Kammern und da hinten ist die Dusche. Das hier ist meine, Ihre Kammer. Wow, die ist ja richtig kuschelig. Naja, ich gehe nochmal nach oben. Mhm. Gut. Geben Sie mir einen Moment Zeit, sie auszuräumen. Klar. Glücksbringer. Ich werde dann mal umziehen. Ja. Ich hoffe, wir machen nicht zu viele Umstände. Nein, nein. Zusammenrücken sind wir hier gewohnt. Ich wusste heute Morgen doch noch gar nicht, was da auf mich zukommt. Ja. Sonderstreife. Was? Weiß nicht. Vielleicht 1 bis 3 Tage.
natürlich wäre ich jetzt viel lieber bei dir. Jetzt sei doch nicht so... Liv? Liv? Auf gute Zusammenarbeit, wie gehabt. Herzlichen Glückwunsch, jedenfalls. Danke. Gratuliere. Die Besten setzen sich durch. Willkommen in der Crew. Hoffentlich gehen wir bei so viel weiblicher Kompetenz nicht irgendwann mal baden. Ich könnte dir ein paar Schwimmflügel besorgen, hm? Na, ich geh mal runter. Wenn wir an der Wrackposition sind und da ist alles in Ordnung, dann können die Archäologen ihren Tauchgang machen. Kalle, kommst du mal in den Funkraum? Der Gruber will dich sprechen. Herr Schneidewind, ich habe soeben einen Anruf von der Einreisebehörde erhalten. Es geht um diese illegal Einreisenden. Sagen Sie, haben Sie denen Ihre Visitenkarte gegeben? Nein. Warum? Ich habe eine ganz normale Befragung durchgeführt. Ja, eine Inderin ist dabei, die behauptet, einen deutschen Vater zu haben. Als Namen gibt sie, halten Sie sich fest, Karl-Heinz Schneidewind an. Hallo? Sind Sie noch dran? Ja, den muss sie irgendwie aufgeschnappt haben. Jetzt will sie ihren Asylantrag damit begründen. Ich soll ihr Vater sein? Ja, das behauptet sie. Also, wenn Sie wieder an Land sind, dann müssten Sie dazu noch eine Aussage machen. Das machen Sie aber gut. Tauchen Sie auch? Naja, eigentlich nicht. Ich hab mal. Ich würde ja auch gerne mit runter. Mhm, ich auch. Klingt schon interessant, ne? Haben Sie denn Ausrüstung an Bord? Klar haben wir Ausrüstung an Bord. Na dann, auf ins Abenteuer. Schließlich wartet ein echter Schatz auf uns. Eine unbedachte Bewegung da unten kann eine Menge Schaden anrichten. Können wir nicht trotzdem mit? Nee, daraus wird nichts. Frau Sandhoff, setzen Sie jetzt die Wracktonne. Unterbauer und ich übernehmen die erste Ankerwache am Radar. Wir wechseln alle 6 Stunden. Sie, Herr Lorenzen, und Frau Sandhoff sind die Nächsten. Ja. Hauen Sie am besten vorher noch ein bisschen aufs Ohr. Tja, tut mir leid. Kann nichts machen. So. Ah ja, klar. Teredo Navalis. Übernimmst du die Zeichnung von Wrack? Ja, klar. Wie immer. Was ist das? Pfahlbohrmuscheln. Seit ein paar Jahren haben die sich an den niedrigen Salzgehalten der Ostsee gewöhnt und jetzt fressen sie uns Planke für Planke die ganzen Holzwracks weg. So, und los geht's. Hier bin ich genau über dem Wrack. Man kann den Kiel noch ganz gut erkennen. Sag mal, ich dachte, du wärst da runtergetaucht. Ich wollte mir erst einen Eindruck von außen verschaffen. Das sieht dir doch gar nicht ähnlich. Normalerweise kannst du doch nie widerstehen, wenn sich dir irgendwo ein Abenteuer bietet. Ich dachte, vielleicht willst du diesmal den Anfang machen. Ach so, hätte ich bald vergessen. Euer Kollege ist da, bringt euch neue Pressluftflaschen. Ah, sehr gut. Lass mal. Ich gehe schon. Danke. Sie. Du kannst ruhig du sagen. Ich würde dich gerne mal mitnehmen. Ich meine, darunter. Ich muss den Fisch zum Abendessen decken. Okay, bin schon weg. Tja, wir könnten ja noch in unsere Kammer gehen. Ich muss noch mal auf Deck. Wie ist es so zwischen dir und Liv, seit ihr zusammengezogen seid?
Zurzeit nicht so gut. Vielleicht war es ganz ein Fehler. Ich meine sie ohne ihren Job. Sie erträgt es nicht, wenn ich nicht pünktlich zu Hause bin. Ist sauer, wenn ich eine Sonderstreife fahre oder... Das hört sich ja nicht so gut an. Aber verstehen kann ich sie. Du bist zurzeit alles, was sie hat und da klammert sie natürlich. Ihr fehlt ihre Forschungsarbeit als Biologin. Hier in Deutschland sieht es ganz schlecht für sie aus. Irgendwas im Ausland? Dann wären wir ja wieder getrennt. Sie will hier in Deutschland bleiben. Aber sie braucht einen Job. Sonst seid ihr irgendwann so oder so getrennt. Kalle, wie lange sind Sie eigentlich schon bei der Küstenwache? Eine halbe Ewigkeit. Da entwickelt man doch sicher Menschenkenntnis, oder? Kann man wohl sagen. Aber dass ich mal jahrzehntelang auf der Ostsee rumschippere, anstatt auf den Weltmeeren. Ceylon, jetzt sagt man ja Sri Lanka, Südamerika. Und in jedem Hafen eine Geliebte? Hm? Nee, nicht in jedem. Aber da, wo ich öfter war. Also, und was sagt Ihnen Ihre Menschenkenntnis über Julia? Liebt sie Abenteuer? Sie ist lieb und zuverlässig. Keine Frau für eine Nacht, wenn Sie das mit Abenteuer meinen. Lebt sie allein? Soviel ich weiß. Moment mal, fragen Sie doch am besten selber. Das werde ich auch. Sie sind ein ganz schön pfiffiges Kerlchen. Hm? Halb so wild. Ich würde Ihnen nur gerne mal das Wrack zeigen. Mit dem Tauchen, da werden Sie kein Glück haben. Rieke, was ich noch sagen wollte. Ja? Das mit der weiblichen Kompetenz war ein Kompliment, ja? Da kann man bei dir nie ganz sicher sein, ne? Nee, wirklich, ich freue mich, dass du das dran gemacht hast. Freut mich zu hören. Ja, die Dusche ist jetzt frei. Also bis auf die zwei Taucheranzüge, die da rumhängen. Danke, ich komme schon zurecht. Ja, ich weiß. Gute Nacht. Das ist doch scheiße. Womöglich liegt da unten noch jede Menge Gold und Silber und wir kommen nicht ran. Petra, es ist zu riskant. Oder willst du den Knast dafür? Und die Wochen, die wir dafür gebraucht haben, um dieses verflixte Wrack zu finden? Wir haben einfach Pech gehabt. So schnell gebe ich nicht auf. Und was willst du machen? Da draußen liegt ein Schiff von der Küstenwache. Glaubst du, wir können einfach so unter deren Hintern die Kogge plündern, oder was? Das ist unser Schatz! Und den werden wir uns holen. Und davon kann mich diese blöde Küstenwache auch nicht abhalten. Wie willst du das anstellen? Stopp! Nicht mehr so viel. Ich muss morgen früh wieder tauchen. Da kann ich einen Kater nicht gebrauchen. Und wieso bist du Archäologe geworden? Naja, ich vermute mal ähnlich wie bei dir. Ich wollte irgendwas Aufregendes machen. Was Abenteuerliches. Mein Job ist nicht abenteuerlich. Der ist manchmal viel langweiliger, als du dir vorstellen kannst. Aber... als Archäologe, da kommst du doch bestimmt viel rum. Entdeckst immer wieder neue Schätze. Das stelle ich mir aufregend vor. Das stimmt. Nur das mit den Schätzen, das kommt eher selten vor. Trotzdem, jedes Mal, wenn ich da unten was finde, bin ich aufs Neue beeindruckt. Hast du denn nie Angst da unten, alleine? Angst? Ich bin ja nicht allein. Ich habe da unten einen Partner, auf den ich mich voll und ganz verlassen kann. Und das ist beim Tauchen lebenswichtig. Sehr witzig. Ich bin immer eben raus und jetzt sitzt Julia da drin mit dem Archäologen. Ach, der alte Schambolzen, hat das tatsächlich geschafft?
du wieder denkst. Die beiden unterhalten sich. Ich wollte einfach nicht stören, okay? Brauchst du ein Sweatshirt? Ich kann dir eins leihen. Danke, ich denke, ich werde gleich doch noch mal klopfen. Gib's dir trotzdem. Was ist denn passiert? Während meiner Ausbildung, da wollte ich mich spezialisieren und dachte dabei ans Tauchen. Eines Tages, es war während einer Tauchübung vor Rügen, da sind zwei von uns abgetaucht. Auf einmal stiegen ganz viele Blasen an die Wasseroberfläche. Es sprudelte ganz heftig und dann war nichts mehr. Wir sind natürlich sofort runter und es war grauenhaft. Sie hingen im Wasser und bewegten sich nicht mehr. Eine von ihnen war meine beste Freundin. Das tut mir leid. Wir haben nur nie rausgefunden, was passiert ist. Und seitdem warst du nie wieder unten. Ich mich in einem Wrack verkeilt. Ich kam einfach nicht mehr los. Meine Flasche war leer. Gott sei Dank hat Nick mich im letzten Moment entdeckt und hochgeholt. Aber danach wollte ich auch nie wieder tauchen. Nick hat mir sehr geholfen und hat mir die Angst genommen. Vielleicht könnte ich dir ja auch helfen, deinen Schock von damals zu überwinden. Wir haben einen Notruf erhalten. Boot geht Anker auf. Es tut mir leid, ich... Nein, schon gut. Vielleicht bis später. Mhm. Ja, gern. Was gibt's? Notruf, Hilfe, wir sinken, hat jemand gefunkt. Merkwürdig, nicht zu sehen. Ich hab hier was, aber das ist eine Tonne. Da, Notsignal. Das könnte an der Tonne sein. Wo bleibt Wolfgang? Wolfgang, Maschinen starten. Anker auf. Maximal 20 Minuten. Da ist rein gar nichts zu sehen. Moment, was ist denn das? Der soll mit dem Scheinwerfer nochmal auf die Tonne gehen. Sucher nochmal auf Tonne. Zeitschaltung? Nein, nein, eine Fernsteuerung. Die haben die Leuchtpistole mit einer Fernsteuerung abgeschossen. Aber wieso denn? Das sind Raubtaucher. Die haben jetzt in aller Ruhe die Hull leer. Aus unserer Wracktonne ist nichts zu sehen. Wir laufen wieder auf unsere alte Position. Offensichtlich haben die uns da weggelaufen. Das bringen die fertig. Wie lange brauchen wir denn? 10 Minuten. Neuer Kurs 210. Beide voll voraus. Beide voll voraus. 210 liegt an. Was gibt's? Mach, dass ihr wegkommt. Die Küstenwache ist am Anfahren. Okay. Das war knapp. Kommissarin Pohl, was kann ich für Sie tun? Dieser Teil eines Jungfrauenbechers wird über das Internet angeboten. Er ist eine Sensation. Soll aus dem frühen 16. Jahrhundert stammen.
Wir haben den Verkäufer per E-Mail kontaktiert. Ich habe mich als Käufer ausgegeben. Wo soll denn die Übergabe stattfinden? Auf Hohesee. Deshalb bin ich hier. Ich möchte Sie um Ihre Unterstützung bitten. Wie viel ist sowas auf dem Schwarzmarkt wert? Der Verkäufer verlangt 100.000 Mark. Was? Nach so einem Becher leckt sich jedes Museum und jeder Privatsammler die Finger. Dabei ist das hier nur das halbe Artefakt. Die obere Schale ist abgebrochen. Ah ja, tatsächlich. Der Verkäufer bietet aber den kompletten Jungfrauenbecher an. Er ist angeblich ganz frisch aus dem Meer geborgen worden. Wahrscheinlich hat er die zweite Hälfte noch nicht gefunden. Taucht noch danach. Sagen Sie, das stammt nicht zufälligerweise aus einer Holk? Doch, das wäre gut möglich. Eines unserer Schiffe hat vorgestern einen besonderen Fund gemacht. Raubtaucher hatten sich an einem Wrack zu schaffen gemacht und einen Tauchbeutel mit Goldmünzen zurückgelassen. Vielleicht sind das ja Ihre Anbieter aus dem Internet? Ja, das könnte sein. Die Albatros sichert zurzeit diesen Ort. Wann soll denn die Übergabe stattfinden? Heute Nachmittag. Die genaue Position will er mir noch angeben. Vielleicht können wir ja die Raubtaucher auf frischer Tat schnappen. Sie könnte das aus dem Wrack stammen? Ein Jungfrauenbecher. Möglich. Passt ins selbe Jahrhundert. Kann aber auch genauso gut aus einem anderen Wrack stammen. Wieso fragen Sie? Die Raubtaucher könnten ihn aber auch aus dem Wrack geborgen haben, oder? Also wir haben uns die Holk genau angesehen. Da waren keinerlei Spuren, die darauf hinweisen, dass da jemand dran war. Na, immerhin haben Sie die Goldmünzen gefunden. Kann doch auch sein, dass Sie das da geraubt haben. Die können Sie aber auch überall anders gefunden haben. Ja. Na gut, danke. Wann kommt Ihr Schiff? Oh, musst du eigentlich jeden Moment in Neustadt eintreffen. Tschüss. Sobald das Schiff der Archäologen eingetroffen ist, kommen Sie zurück nach Neustadt und fahren mit Kommissarin Pohl zum Übergabeort. Verstanden. Und lassen Sie ein oder zwei Leute an Bord des Archäologenschiffs zurück. Vielleicht lassen sich die Raubtaucher dann nochmal sehen. Verstanden, bis später dann. Gruber scheint sich recht sicher zu sein, dass dieser Becher aus dem Wrack stammt, hm? Das waren hundertprozentig Raubtaucher, die uns da letzte Nacht von unserer Position weggeholt haben. Du meinst, sie haben auf die Schnelle bei Nacht einen Silberwäscher da rausgeholt? Warum nicht? Muss doch ein Boot zu finden sein mit der Endung Key. Kapitän, das Archäologenschiff ist da. Dann brauche ich jetzt einen Freiwilligen, der mit an Bord geht und dort die Augen offen hält. Auf das Archäologenschiff? Mhm. Das mache ich. Aber in Zivil. Und wenn Sie ein verdächtiges Schiff sehen, verständigen Sie mich sofort. Verstanden. Hallo. Hi. Ja, Jungs, das ist Frau Sandhoff. Hi, Bertram. Angenehm, Sebastian. Frau Sandhoff beschützt uns vor bösen Raubtauchern. Jetzt übertreib mal nicht. Sag mal, Nick, hast du was dagegen, wenn Sebastian und ich den ersten Tauchgang übernehmen? Nö, macht nur, ich kann warten. Kalle, kannst du mir mal einen Apfel geben? Bei meinem asiatischen Feuertopf wieder zu viel Curry, hm? Nee, der war gut. Du sag mal, ist dir nicht eine gewisse Ähnlichkeit aufgefallen? Ähnlichkeit? Mit wem? Zwischen der hübschen Inderin und mir. Wieso denn mit dir? Ich meine, das ist doch eine Inderin. Ja, genau davon rede ich aber. Bist du sicher, dass wir die hier finden? Da ist sie doch, die Whisky. Dass sie hier irgendwo ist. Komm, lass uns sie mal anschauen. Hey, keine Alleingänge, das weißt du. Soeben kam eine anonyme E-Mail vom Verkäufer. Er hat mir die genaue Position durchgegeben. Hier, sehen Sie. Aha. Die angegebene Position ist hier. Nicht weit von dem Wrack entfernt. Stimmt. Also doch unsere Raubtaucher. Ja? Was, hier bei uns im Yachthafen? Nein, unternehmen Sie nichts, ich komme. Meine Leute haben die Raubtaucher aufgespürt. Wollen Sie mit, Frau Pohl? Vielleicht erübrigt sich ja die Aktion.
hatte ein Baby. Kennen? Meine Mutter. Smriti? Mutter Smriti, Baby ich. Gibst du nicht. Kalle, du Kalle. Ich, Chandrika, du Papa. Du bist also meine Tochter. Sie können doch hier nicht so einfach. Wenn Sie hier für eine schlüssige Erklärung haben, sind wir wieder weg. Ich bin wieder da. Ulf ist noch beim Arzt und... Hier geblieben. Komm, komm, komm. So, Marsch. Also, wo ist der Silberbecher? Sehr witzig. Von dem Silberbecher träume ich schon lange. Sehen Sie doch selbst nach. Alles nur wertloser Mist. Ob wertlos oder nicht, die Sache wird für Sie ein Nachspiel haben. Sie sind vorläufig festgenommen. Der Becher ist sicher längst beim Hehl. Lassen Sie uns wie geplant aufbrechen. Der Bräutigam musste aus der oberen Schale trinken, ohne den Inhalt der unteren zu verschütten. Schaffte er das nicht, hat man ihn wahrscheinlich köpfen lassen. Wer von euch interessiert sich denn dafür? Andreas. Es ist ein Traum von ihm, so einmal zu finden. Andreas und Sebastian kommen gleich hoch. Der Rausch der Tiefe ruft. Und? Was gefunden? Goldmünzen und wahrscheinlich ein Kreuz. Mensch, bin ich froh, dass du wieder oben bist. Ja, ich muss die Funde aber erstmal registrieren und fotografieren. Kann ich mir das mit angucken? Ja, gleich. Ich muss mich erstmal umziehen. Sag mal, was ist denn los mit dir? Wieso? Gar nichts. Moin. Darf ich vorstellen, Herr Unterbauer, unser Maschinist. Guten Morgen. Guten Tag. Frau Pohl von der Landespolizei. Sie hat sich als Käuferin der Hehlerware ausgegeben. Also, wir stellen den Dieben des Bechers eine Falle und heben dabei die Hehlerbande aus. Wir gehen wie folgt vor. Frau Pohl fährt zum verabredeten Treffpunkt. Schneidewind und Lorenzen verstecken Sie auf der Yacht und wir halten uns im Hintergrund bereit für den Zugriff. Lorenzen, verständigen Sie vorher noch Frau Sandhoff. Sei doch vernünftig, solange ich noch vorbei bin.
Position erreicht. Lohnsen an Albatros, Position erreicht, bisher nichts Auffälliges. Andreas? Julia, Gott sei Dank, mach auf! Was hast du vor? Ich muss dringend was erledigen mit dem Beiboot. Julia, was ist denn? Ich hab dich gehört. Du bist einer der Raubtaucher, gib's zu. Was? Nein, so ein Quatsch, ich doch nicht! Es ist Nick. Wie soll ich dir das glauben? Es tut mir leid, Andreas, aber ich muss meine Kollegen informieren. Julia, warte! Du verstehst das nicht! Es ist Nick. Ich hab's doch selber eben erst herausgefunden. Ich will ihn aufhalten. Nick ist auf Tauchgang. Ja. Er will die Übergabe mit dem Unterwasserjet machen. Ich habe aber vorsichtshalber die Akkus ausgetauscht. Er kommt also nicht weit. Ja, bitte. Bitte schließ jetzt auf. Ich wollte ihm Vernunft beibringen, aber er hat einfach nicht auf mich gehört. Deshalb hat er mich hier eingeschlossen. Julia? Gott, wie kannst du nur glauben, dass ich mit der Sache irgendwas zu tun habe? Julia, weißt du denn nicht, was ich für dich empfinde? Ich folge ihm mit dem Beiboot. Irgendwann muss er auftauchen und dann wird er schon zur Vernunft kommen und den Becher zurückgeben. Also gut. Aber ich komme mit. Julia, ich... Komm schon, wir müssen los. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Vielleicht ist was schiefgelaufen. Ich habe hier was auf dem Radar. Koordinaten? 5412 Nord, 1136 Ost. Interessant. Genau zwischen uns und der Wracktonne. Maschinenstart. Nick ist mein Freund. Ich will auf gar keinen Fall, dass er in den Knast geht. Außerdem wirft das auch kein gutes Licht auf uns alle hier. Aber so landest du doch am Ende selbst mit im Knast. Ich weiß einfach nicht, ob das noch Freundschaft ist. Er hat mir immerhin mal das Leben gerettet. Ja? Ist irgendwas los bei Ihnen? Nein, hier tut sich nichts weiter. Nick und Bertram sind auf Tauchgang. Bleiben Sie auf Position. Gut, mache ich. Danke. Ja. Keine Luftblasen. Kein U-Jet. Er kann aber unmöglich viel weiter gekommen sein. Also ich rufe jetzt die Albatros. Nein! Julia, bitte. Nick! Das habe ich dir zu verdanken, oder? Nick, jetzt sei vernünftig. Komm ins Boot. Wir regeln das intern. Und was ist mit der Kleinen von der Küstenwache? Sie macht mit. Du gibst uns den Becher zurück und wir vergessen das Ganze. Okay. Hilf mir. Thank you.
Nick, hier gibt's keinen anderen Akku. Du Idiot! Nick, jetzt seid vernünftig! Nick! Nick, du spinnst ja! Ach, kein Scheiß! Ich steck ihn ab! So, jetzt ganz ruhig. Waffe weg. Dann springst du über Bord, kapiert? Kommt er nicht. Holt mir die da raus. Ich informiere die anderen. Ganz schön clever, mit dem Unterwasserjet zur Geldübernahme zu fahren. Hier, Kapitän. Das ist das wertvolle Stück. Was? Da würde ich kein Huni für geben. Wolfgang, du musst den ideellen Wert erkennen. So, schlimmstenfalls bleibt eine kleine Narbe. Danke. Danke dir. Tja, zumindest haben wir es versucht. Du wärst fast dabei draufgegangen. Wir beide? Julia. Frischer Joghurt hier, die Herrschaften. Müssen wir den im Lotus-Sitz trinken? Das nicht gerade, aber das ist eine indische Gewürzmischung, aufgekocht in Soja mit... Hey, hör auf mit rum! Kalle, wer ist das denn? Eine Patenschaft? Das ist meine Tochter. Was? Was? Kalle, jetzt flunkerst du aber. Na, wieso denn? Picasso hat auch noch mit 80 Jahren Kinder gezeugt. Und was Picasso kann, kann Kalle schon längst. Hübsche Frau. Naja, das Ganze ist schon über 20 Jahre her. Ist die Kleine hier Chandrika? Ja. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Ist noch Shampoos da? Kommt hin.
sowas wohl wert ist? Kommt drauf an, wie alt. Herr Lorenzen, fahren Sie mal beim Landesamt für Denkmalpflege nach, um was für ein Wrack es sich handeln könnte. Geht klar, Captain. From where are you coming? From India, Kerala. Please, can we have something to eat and drink? Wenig zu essen. Namaste. I'm Kalle. Kalle? Ich schau mal nach, ob die hier was haben. Kerala. Kerala, das kenne ich. Ich war mal drin. Küstenwache. Die haben uns gerade noch befehlt. Wir haben es gefunden, Herbert. Quatsch hier nicht rum. Wir müssen weg. Sag mal, spinnst du? Und was ist mit Petra? Wir können hier nicht warten, verdammt nochmal. Wir müssen abhauen. Warte mal. Da ist sie. Komm schnell, Petra, wir müssen weg. Beeilt euch, macht schon! Da schwimmt irgendwas im Wasser. Könnte ein Tauchbeutel sein oder so. Beide Maschinen, stopp. Frau Sandhoff, lassen Sie das Ding an Backbord aus dem Wasser fischen. Das war knapp, aber jetzt kriegen sie uns nicht mehr. Das war fantastisch da unten. Ich konnte sogar ein Stück reintauchen. Habt ihr die Tüten, die ich euch hochgeschickt habe? Du hattest fast keine Luft mehr. Willst du da unten ersticken oder was? Mesh, wir haben das Wrack gefunden. Wenn das stimmt, was du recherchiert hast, dann sind wir jetzt gemachte Leute. Herbert, stell den Deck kalt. Wo ist denn der andere Beutel? Wieso? Welcher andere Beutel? Das Ding mal aus. Das ist Gold. Alte Münzen. Den Fall mit den illegal Einreisenden hat sie doch gut bearbeitet. Wollen Sie nicht endlich eine Entscheidung treffen? Ja, ja. Habe ich schon längst entschieden. Will ich ja aber selber sagen. Bin bloß noch nicht dazu gekommen. Danke sehr. Herr Gruber, guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich vorstellen, Herr Behrendt vom Landesamt für Bodendenkmalpflege, Kapitän Ehlers von der Albatros. Moin. Er hat Moin. Den Goldfang gemacht. Ja, dann sehe ich mir das doch mal an. Herr Gruber, was ist denn eigentlich mit dem Schleuserkapitän? Sitzt in U-Haft. Die anderen befinden sich in Abschiebehaft. Und? Das ist unglaublich. Das hier ist eine absolute Rarität. Das sind Goldmünzen aus dem frühen 16. Jahrhundert aus England. Wir haben das Wrack zwar schon 98 registriert, aber da wir es bisher noch nicht betaucht haben, wussten wir keine Einzelheiten über die Ladung. Wertvoll? Wertvoll ist gar kein Ausdruck. Entschuldigen Sie bitte die Störung, das wird Sie sicher interessieren. Goldschatz in der Ostsee. Wrack vor Rerik. Ach, das gibt's doch nicht. Das jagt uns den ganzen Tauchtourismus dahin. Darf ich mal? Was das bedeutet, muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Ehlers? Sie laufen sofort aus und sichern das Wrack. Entschuldigung, könnte ich vielleicht bei dieser Gelegenheit schon mal mit und einen Tauchgang machen? Unser Schiff kann unmöglich so schnell da sein. Von mir aus können Sie gern mitkommen. Na. Ausnahmsweise. Danke. Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Kapitän Pfahlen, diese Leute hier können sich nicht ausweisen. Wie und wann sind Sie auf Ihr Schiff gekommen? Ich kann mich nicht erinnern. Gut, dann möchte ich bitte gerne Ihren Bootsführerschein sehen und den Besitznachweis. Ihr zwei geht mit den anderen rein und befragt sie. Machen wir. Please. BG 14 für 14.1, bitte kommen. BG 14 hört. Kapitän, Verdacht auf illegale Einreise. Wir haben hier 6 Personen, asiatisch aussehend, ohne Papiere. Der Kapitän verweigert die Aussage. Sollen wir sie gleich wieder zurückschicken? Nein, wir müssen weiter ermitteln. Der Kapitän könnte ein seit langem gesuchter Schleuser sein. Captain? Moment bitte. Backbord ist ein Motorboot. Da sind zwar Taucher an Bord, aber da ist keine Tauchflagge gesetzt. Richtig. BG 14-1 für BG 14, bitte kommen.
WG 14.1 hört. Frau Klaassen, Sie fahren mit der Yacht nach Neustadt zurück und beginnen dort mit der Identitätsfeststellung. Wir haben hier noch was zu überprüfen. Gut, in Ordnung, verstanden. Ende. So, dann wollen wir uns diese Taucher mal ansehen. Maschinen starten beide halbe voraus. Ruder 2-Backbord. 2-Backbord. Schiffer zwischen Trivandrum und Colombo. You know Trivandrum? Ja, ja. Ah, oh, but it's a long time ago. Do you know the captain? No, the first time we see him, we came with a big ship and then have to go on this little boat. And he have nothing to eat and drink for us and for hours we waiting. Und, wie kommt ihr voran? Ja, so einigermaßen. Wir mussten uns erstmal auf eine Sprache einigen. Die Frau spricht ein ganz gutes Englisch und wir brauchen Deutsch. Sie konnte für die anderen übersetzen. Den Namen haben wir. Gut. Laut Landesamt ist das ein bisher unbetauchtes Wrack. Und die Taucher? Ja, die Taucher sind uns leider entwischt, aber wir kommen jetzt nach Neustadt, um in der Angelegenheit weitere Untersuchungen vorzunehmen. Gut, ist Kapitän Ehlers bei Ihnen? Ja, Moment. Ja, Herr Gruber? Sagen Sie, wie weit sind Ihre Leute mit den Ermittlungen auf der Stellaris? Die illegal Eingereisten stammen vermutlich aus dem indischen Raum. Klaassen und Unterbauer bringen die Yacht nach Neustadt. Schneidewind ist ebenfalls an Bord und kümmert sich um die Leute. Der Kapitän ist uns im Übrigen bekannt. Da haben Sie einen guten Fang gemacht. Gut, wir sehen uns dann in Neustadt.